with me, Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von The Crew 2. Und mit dieser Episode möchte ich erstmal die Drag-Rennen bis auf Weiteres beenden, weil ich jetzt erstmal wieder eine Aufnahmesession machen möchte. Und wenn die vorbei ist, dann werde ich mit den Drag-Rennen auf jeden Fall versuchen, noch weitere Goldteile zu sammeln und ein Setup fertigzustellen. Und wenn ich das geschafft habe, dann schauen wir uns mal an, was unser schöne Corvette hier, unser schöner Spongebob, dann für ein massives Tempo an den Tag legt. Aber ich bin ja natürlich auf dem Weg Richtung Offroad. Wir sind ja schon lange genug hier unterwegs, weil 55 Ausgaben nur mit Street Race Autos und Hypercars und so weiter. Und ich möchte eigentlich endlich mal hier Offroad richtig starten. Wir haben ja schon kurz angefangen, Motocross haben wir schon mal angefangen, glaube ich, hier. Ne? Zwei haben wir schon, war glaube ich irgendwie so ein bisschen spielebedingt oder so. Aber ich will natürlich hier endlich mal andere Farben sehen. Und wir fangen aber natürlich wie immer hier schön von vorne an. Ja, dann machen wir noch ein paar Enforcer-Fahrzeuge und so weiter. Nicht so alt, wie gesagt, alles hoffentlich im nächsten Video dann lossehen. Deswegen gehen wir jetzt zum Hypercar und fahren die letzten Hypercar-Rennen fertig, die noch offen sind. Ja, fahren erstmal nur auf leicht. Die anderen Schwierigkeitsgrade macht dann auch, wie gesagt, offline. Ich will jetzt einfach nur wirklich so schnell wie möglich hier, mal gucken. Ach, ich muss den nehmen. Okay, gut. Einfach nur die Hypercars hier durch und dann, wie gesagt, im nächsten Video jetzt dann hoffentlich ins Gelände. Ja, das soll jetzt also, wie gesagt, nach Folge 56 möchte ich ins Gelände. Und wir werden jetzt wieder mit dem Hypercar ein paar Autos rammeln. Jetzt sind, glaube ich, Fahrzeuge. Den konnte man... Boah, Junge, ich muss erst mal dran gewöhnen, dass wir jetzt den Hypercar unterm Hintern haben. Aber, das sollte alles kein Problem sein. Bisschen Nitro zünden. Ui, aber nicht so. Lass doch mal hier den Wagen auf allen vier Rädern stehen. Ich guck alle vier Räder auf dem Boden. Das hat ein Auto so an sich. Das ist wichtig. Sonst wird das Fahren ein bisschen schwierig. Für 8 Stück brauchen wir jetzt. Sollten wir hoffentlich relativ schnell kriegen. Nitro alle, fuck. Der ist hin. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Da ist der fünfte im Eimer. Ja, wenn auch vielleicht sind die auch alle relativ langsam unterwegs hier. Auf Ass sieht das schon ein bisschen schwierig, ein bisschen anders aus. Also die Standard halt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr aus, haltet die Flügel. Jetzt wir noch. Ich bin auf den Sack hier mit der Methode hier. Und das ist der letzte. Komm, den holen wir uns ohne. Ihr schafft. Super. Sehr gut. Das Problem ist das natürlich, dass ich jetzt hier erstmal wieder ordentlich Beute mitnehmen werde. Aber ich denke mal, Meister davon werde ich dann sowieso wegkloppen. So, weiter geht's. Wie gesagt, in dieser Episode zieht ihr jetzt auf jeden Fall durch. Dass wir die letzte Hypercar-Rennen hier machen. Aber ich hätte gerne ein anderes Hypercar benutzt. Blitzreisen. Die meisten Hypercar-Strecken kenne ich eigentlich groß, gerade noch ja nicht. Oh, da kommt jetzt bloß noch diese komischen Cop-Kacke hier. Mann. Gott, ehrlich gesagt, ich will jetzt einfach. Ich hätte gerne mal einen Bugatti oder einen Königsakitze fahren, nicht diesen Lamborghini hier. Und nicht die Lamborghini, ist eine super Marke. Aber ich würde jetzt gerne. Der wollte jetzt nicht so, wie ich wollte. Er wollte partout nicht um die Kurve fahren, aber in den Verkehr rein. Weil der Verkehr muss ja immer im Weg sein.
Bevor wir erstmal das letzte Polizeirennen ist hier. Ui, nein, 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 musste wohl. Mensch, bleib doch mal aus hier, du scheiß Sirene. Immer gerade so in Ekstase, dass ich immer den Nick-Analog-Stick mit dem Daumen rindrücke, wenn ich lebendig am Lenken bin. Genau, hier geht immer die scheiß Sirene an. Drei von acht ausgeschaltet, sehr gut. Dann die nächsten Bienen. Nicht gegen den Baum. Ach, keine Chance, Alter. Ich konnte nicht aber ausweichen. Das Ding aber nicht. Das war die Tröte aus. So, weiter jetzt. Oh, jetzt wird weggekloppt, Alter. Der war nicht schlecht. Warum habe ich hier keine Drohmaschine gebaut? Ey, da könnte ich jetzt richtig schön ordentlich. Schön felsenfest drin donnern, Alter. Genau, das kommt doch schon mal gehört irgendwo. Ist die Tröte aus, verdammt nochmal. Den haben wir noch, komm. Schaffen wir locker. Muss ohne Geschwindigkeit aufbauen. Da haben wir die geschafft. So, ich hoffe, das war jetzt erstmal. Die ganzen Polizeidinger hier. Ich will erstmal da richtig, richtig rennfahren hier. Oh, sind die auf New York Abschnitte gerade. Jetzt wollte ich schon aus Reflex hier Neustart machen. So. Jetzt ist Schluss mit der Bullerei hier. Oh ne, immer haben wir noch. Ah gut, okay, einmal noch. Okay. In dieser Episode möchte ich jetzt auf jeden Fall die ganze Hypercar-Rennen auf jeden Fall beenden. Also sag mal, den Wagen eigentlich doch nicht umsonst geholt, sehe ich gerade, weil ich. Ich habe den irgendwie mal versehentlich geholt. Jetzt habe ich ihn ja doch gebraucht. Na gut. Ich glaube, ich bin berührt. Wie kaputt. Der ist hin. Oh, Alter, der hat richtig wieder erwischt. Ey, wenn ich den auf Ass so schnell hinkriegen würde, Alter, dann würde ich aber locker. Alter, die hält ja nicht aus. Ist ja, wird ja Weltrekord hier. Alter, jetzt schon fast geschafft, Alter. Wie schnell ist das denn? Aber richtig schnell drin knallen. Okay. Alter, die halten ja überhaupt nicht aus. Von hinten halten die überhaupt nicht aus. Ah, jetzt hat natürlich ein bisschen Zeit verschenkt. Aber egal. Acht Gesetzlose haben wir geschafft. Teile mitnehmen. Ich glaube, ein Pursuit-Dingens haben wir jetzt, glaube ich, noch. Wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe. Und dann jetzt endlich weiter mit den richtigen Hypercar-Rennen. Ne, jetzt geht's weiter. Los Angeles. 12 Minuten 25. Oh, ich glaube, das schaffen wir doch nicht in dieser Episode. Wenn ich jetzt wirklich 12 Minuten fahre nach Los Angeles. Ja, also scheiße, wir müssen auf jeden Fall noch die nächste Episode Hypercar-Rennen machen. Hier habe ich einen neuen Hypercar bekommen, das war in so einem Bundle, ja. Aber, was haben wir jetzt hier, ich muss noch kurz, ich glaube die Agera, ich glaube da habe ich, glaube ich, einen Nitro-Mischer drauf. Aber egal.
12 Minuten 25 der Rekord. Wäre auf jeden Fall länger fahren. Scheiße, also das wird in der nächsten Episode doch noch nichts mit Offroad. Weil ich will ja alles schon drei Nacht durchmachen. Die Herausforderungsrennen in jeder Disziplinklasse, die mache ich jetzt später ja zum Schluss alle hintereinander. Deswegen habe ich die bisher noch nicht angefangen. Jetzt! Das wird jetzt ein langes Rennen, schade. Ich hab hier eigentlich Nitro-Mascher drauf, definitiv. Na gut, ein langes Rennen. Jetzt im nächsten Video mit Hypercar weiter. Ich dachte echt schon, ich kann im nächsten Video schon direkt mit Offroad anfangen. Aber man sieht, es ist wieder ein langes Rennen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Obwohl, es gibt auch einen. Also, wie gesagt, wir werden doch noch ein bisschen hier rumsitzen an Hypercar. Aber gut, wir ziehen jetzt auf jeden Fall auch ordentlich durch hier. Ich hoffe, dass ich den übernächsten Rennen endlich schaffe. Offroad zu fahren. Ich möchte endlich durch die Wälder. Auf staubigen Wegen. Strecke kann ich überhaupt noch nicht. Auch nicht, was es hier für Abkürzungen gibt. Boah. Hau ab. Oh, wir sind schon bei 6%. Hey. Was hat er geschafft? Ich hoffe, dass ich hier nicht noch weitere 2-3 Views an Hypercar machen muss. Man sieht mal, wie schön lange der Nitro hält. Ich habe ja eigentlich ein gutes Setup drin, was das betrifft. Aber das war gerade. Ah, weil dieser Pisser da im Weg war. Ich wollte den roten jetzt nicht mitnehmen und deswegen. Oder war es orange? Oh man, ich kenne die Strecke überhaupt noch nicht. Ich weiß nicht, wie ich fahren soll. Ja, ich muss eh mal zum Ziel kommen. Och, die waren, wie schön lange der Nitro braucht, um leer zu werden. Okay, das wird auf jeden Fall noch nicht in der nächsten Folge, was Offroad betrifft. Ach, verdammt. Verdammt! Ich wollte eigentlich geradeaus weiterfahren, aber ich hab grad so schön Lauf gehabt. Und jetzt schickt er mich hier wieder durch die Pampa. Vom Highway runter an diesen Idioten hier drin. Was jetzt aber so lange drin kommt, hat er damit jetzt nicht gerechnet. Aber gut, wir werden rennen auf jeden Fall. Wir machen mal im nächsten Video weiter mit der Hypercar-Rennen. Und zwar so lange, bis wir endlich nach Orange kommen. Ich wollte auch schon mal, kann ich da auch schon mal anfangen, langsam die goldenen Teile zu sammeln. So. Ich kann mal ein bisschen die Geschwindigkeit aufbauen hier. Ah, danke. Den habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Da warst du bei 430 Klamotten und krass natürlich genau in den Gegenverkehr rein.
Und der Wagen bleibt heil. Ja, das ist total geil. Alles physikalisch richtig. Nicht mal die Hälfte geschafft, ey. Verdammter Mist. Meine, wenn der eine 12 Minuten gefahren ist, dann werde ich ja grad mindestens länger brauchen, Alter. Denk mal, 14 bis 15 Minuten weg, als wir hier dran sitzen. Vor allem, ich bin mir sicher, dass es eine Leute gibt, die irgendwelche Abkürzungen gefunden haben hier. Komm schon, Crash, du hast das fast geschafft, Alter. Fast jetzt bei Orange weiter. Jetzt zieht sich die Kacke in die Länge, Alter. Finde ich gerade ein bisschen scheiße. So, jetzt sitzt wohl da hier runter. Sagt die Los Angeles Strecke, ich bin noch nicht so oft gefahren. Ich glaube, die fahre ich jetzt überhaupt zum ersten Mal weg, wenn ich irre. Ja, natürlich, ich habe hier noch keinen Preis geholt. Ich Trottel. Das heißt, ich kenne auch noch eventuelle Abkürzungen hier nicht. So. Oh, schöne Geschwindigkeit aufgebaut hier, nur um dann wieder in die Wand zu fahren und die Geschwindigkeit zu verlieren. Komm. Bewege ich gerade den Kopf mit, warum mache ich den überhaupt? Ja, voll in Ekstase gerade wieder. Weiter, aber eine schön lange Strecke hier. Zwar nicht so lang wie New York, aber trotzdem schon ganz schön heftig hier. Alter, haben die Hälfte noch nicht geschafft hier. Hey, springst du oben auf 46 hoch, du blöde Drecksau? Alter. Ah, ich hab's geahnt. Das war keine gute Idee. Oh, wir haben da die Hälfte geschafft. Oh, wunderbar. Ah, was ein Ausdauerrennen hier. Ich, da habe ich jetzt nicht so wirklich Lust drauf gehabt. Ey. Ach, Mann. Oh, wir haben über die Hälfte geschafft. Jo, super. Ich muss sagen, das wird keine von meinen Lieblingsstrecken, das weiß ich jetzt schon. Ja, Hypercar und Ausdauerrennen, das ist ja ein Ding, was auf jeden Fall zusammengehört. Zumindest in The Crew 2. Aber schöne Gegend hier, mit den Bäumen hier und alles und die Häuser da am Strand hier. Nicht schlecht. Würde mich hier wundern, wenn wir gleich in der Nähe von meinem Quartier rauskommen.
Ach Mann. Aber wir müssen uns ja hier durchkämpfen. Wie gesagt, wir haben ein Ziel vor Augen. Ja, warum kannst du mich direkt weiter schicken, dumme Sau? Ich hätte jetzt so schön rechts lang fahren können. Ups, Leute überfahren. Tut mir leid. Grüßt eure Weisen von mir. Achso, die können ja nicht mehr grüßen. Haha, witzig. Ist hier San Francisco oder was? Jetzt sah noch aus. Küste, steile Straßen. Ja, Teufel, eindeutig San Francisco. Das ist nämlich die Golden Gate Bridge. Ich denke mal, wie werden wir jetzt rüberfahren? Ja, ihr seht, Nitro hält bei mir richtig lange. Da habe ich richtig gute Nitro-Setup drin. Kann ich euch in der nächsten Episode mal zeigen. Hier hat es das ja noch nicht geklappt, weil ich nur Farmauswahl machen konnte. Da konnte man sich das Setup ja nicht ankicken. Was haben wir denn gleich geschafft? Sag doch, wohin ist denn eine Viertelstunde für den Rotz hier? Alter Falter, Vorsicht! Beinahe weg in den Baum da rein gekracht, für das E-Mail fehlt. Oh, da scharfe Linkskurve da vorne. Puh. Aber ich bin froh, wenn ich hier am Ende angekommen bin. Dass wir da so lange drin haben, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ah. Alter, solche Straßen mit dem Hypercar an hier rauskommen, Alter. Das ist keine gute Idee. Ich dachte, wir kommen heute ein paar Rennen mehr vorwärts hier. Ja, jetzt achten wir, haben fast geschafft. Schöne Wälder hier, das gefällt mir. Ich wollte gerade sagen, kann man die abkürzen, aber nee, glaub nicht. Da bist du drüben. Nee, geht nicht. Nee. Wirst du wohl in der Spur bleiben, Auto? Der hat sich jetzt gerade ein bisschen zu stark nach links rübergezogen. Ich habe schon da eine ikonische Mauer-Vorsprung darin knallen sehen. Oder habe mich da schon die Mauer-Vorsprung darin knallen sehen. Ist das nicht die Stelle aus Latrells Rennen hier? Nee. Oder? Nee. Ach scheiß drauf, ist ja real. Ist fast geschafft. Halt da jetzt lang. Natürlich muss da der Kontrollpunkt sein, ich hätte auf der Karte kicken können. Guck mal, Krischer, ein Kontrollpunkt. Darfst du nicht dran vorbeifahren? Aber nein, Krischer hat nicht auf der Karte geguckt. Und fährt stattdessen einfach dran vorbei. Und das Spiel sagt, ihm Kontrollpunkt verpasst. Na, danke. Ja, die Hypercar-Rennen sind mitunter doch schon recht lang. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir neben New York und Detroit erst nochmal so eine lange Rennstrecke hier haben. Das zweite war nur Detroit, oder? Ich hoffe, ich habe was gemisst erzählt. Wobei natürlich New York die längste Strecke ist. Halt's Maul. Lass mir an die vorbei mogeln hier.
Also 12 Minuten, die sind hier definitiv mit Abkürzung gefahren. Hundertprozentig. Komisch, der Bus hat keine Hupe oder der Fahrer keine Hände, um die Bushupe zu bedienen. Deckt er wahrscheinlich mit der Zähne in den Bus oder so. Nur noch 10%, na endlich. Na komm, jetzt nicht hier, Mann! Ich will die Rotzeit jetzt zu Ende fahren. Ich hoffe, hier sich hier festzufrieren, Spiel. Wie viel Strecke hätte ich bringen? Hab hier noch? Von der ganzen Ausdauerin hier. Mann, den Nitro-Muscher möchte ich mal bei Drake ran haben, ey. Schafft er endlich. Zwei Checkpoints noch, da bin ich mir sicher. Das lässt natürlich locker ausrechnen. Bei der Entfernung und der Prozentanzahl könnte nur noch zwei sein. Der übernächste ist definitiv das Ziel. Da muss man kein großer Logiker sein, um das zu verstehen. Wow! Hat hier eine Hochbahn? Der hat schon meine Falle hier. 16:22, Alter, meine Fresse. Jetzt haben wir die Folge nur wegen einem scheiß Hypercar-Rennen hier. Ist was Schönes, weil es ordentlich vorwärts kommen hier. Lager ist voll. Wirf Teile weg, um Platz zu schaffen. Ja, schauen wir mal. Was habe ich jetzt hier für Setup drin? Wollt ihr mal Setup mal zeigen? Performance, habe ich auf jeden Fall neue Leistungsteile drin. Aber, hier. Extrapation 42,7, pur 28,5. Ja. Ist also ordentlich was zusammengekommen. Wir haben auf jeden Fall lauter neue Teile. Ich will erstmal auf, dass die aufhören zu blinken. Dings ist natürlich voll klar. Kann der Rest ans Hauptquartier geschickt werden, ist mir egal. Hier alles komplett vollgepackt. Ich schmeiß das alles später weg. Ja, alles durch hier, damit ihr aufhört zu blinken hier. Vielleicht bin ich immer ein bisschen auf den Sender. Ich schmeiße die Rot später weg. Ja, das ist bei Nitro Setup für den Königsegg. Was haben wir jetzt als nächstes für Rennen? Warte mal, Street Racing 80%. Hypercar. Wir haben die Dings hier hinter uns, LA. Ah, Latrells Auto Teil 1. Sehr schön. 9 Minuten 3, 2, 3, 2. Ich hoffe ja, dass wir im nächsten Video endlich mal die restlichen Rennen hier zusammengefahren kriegen. Ja, Latrells Auto Teil 1. Alter, Weltrekord 548. Wer hat denn das gemacht, Alter? Das sind ein paar neue Abkürzungen, von denen ich noch nicht weiß. Egal. Wir sind am Ende der Episode angekommen. Weiter geht's im nächsten Video mit den ganzen Hypercar-Rennen und wenn ich mir die Zeit so angucke, dann sollten wir es definitiv schaffen, das Ding durchzuziehen. Ja, also wenn ich jetzt mal gucke hier, Latrells Auto dauert bei mir, wenn ich jetzt die Abkürzung mitnehme, 7 bis 8 Minuten, wenn ich mir jetzt richtig, richtig bescheuert anstelle. Ich hab das schon lange nicht mehr gefahren. Hier und dann 2, 2, 3, 2, 3, 9, also letzte wird ein bisschen länger dauern wieder. Aber ziehen wir dann in E-Episode ziehen wir auf jeden Fall komplett durch. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Machen wir im nächsten Video Hypercar, ziehen wir komplett durch. Ja, wenn die folgende Stunde geht, ist mir scheißegal. Ich will jetzt endlich hier Offroad. Jetzt zeigt auf meinem Bildschirm, könnt ihr sowieso nicht sehen. Das ist bescheuert. Christian, du Vollidiot. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich wie immer am Ende fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dass wir Link da. Christian. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, wenn ich da das recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.